meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es wird ein neues Intro-Video zu einem Project Pan geben. Eigentlich hatte ich geplant, das erst im Juni zu machen, aber irgendwie hatte ich dann doch schon mal Lust, jetzt an neuen Produkten zu arbeiten. Und ja, die möchte ich jetzt in diesem Intro vorstellen. Es sind insgesamt 10 Produkte, die dann von Mai bis zum 30.10. leer gehen sollen. Also es ist ein Geburtstags-Project Pan. Und das Besondere in dem Sinne an diesem Projekt ist, es ist mal kein Rolling. Also das heißt, wenn 10 Produkte oder wenn ein Produkt aus den 10 sein Ziel erreicht hat, sei es Aufbrauchen, sei es Hit the Pan, sei es Anwendungsziel, ist es draußen und es wird kein neues Produkt mit reingenommen. Einfach um nochmal wieder ein bisschen was anderes da zu haben, beziehungsweise bei manchen Produkten sind halt Doppelte vorhanden und dass ich da dann irgendwann ein Ende in Sicht habe und nicht so von wegen, okay, ich muss jetzt Ewigkeiten den noch benutzen, beziehungsweise ich vernachlässige das Produkt aus anderen Projekten. So hatte ich mir das dieses Mal überlegt und ja, ich würde sagen, ich zeige die Produkte. Das erste Produkt ist in dieser kleinen Palette und zwar musste ich, beziehungsweise habe ich meinen schwarzen Lidschatten aus meiner Make-up Revolution Flawless Matte Palette neu gepresst und ich hatte vorher von dem letzten Rest ein Viertel entfernt und hier reingepresst, um zu schauen, wie lange brauche ich, um quasi von dem letzten Rest ein Viertel aufzubrauchen. Das ist der Inhalt von einem Viertel des letzten Lidschattens und ja, mal sehen, wie schnell ich das aufbrauche, auch im Zusammenhang mit der normalen Anwendung aus der Palette. Ich denke mal, ich werde wohl erst den und dann weiter mit der Palette arbeiten, aber ja, wollte ich einfach mal schauen, wie lange ich wirklich dafür brauche. Ich werde auch nochmal hier von dem Close-Up einblenden, damit man den Fortschritt erkennen kann und ja, vielleicht hilft es, ein bisschen Motivation für das Schwarz zu bekommen. Gleich mal wieder sichern. Das nächste Produkt ist von Trended Up ein Kajal. Der steht auch auf der Liste von den Produkten, die dieses Jahr leer gehen sollen. Und ja, das ist die Farbe 51. Und das ist alles, was noch über ist. Ich blende auch hier gleich nochmal eine Abmessung ein. Bis jetzt ist er nicht gebrochen, toi toi toi, dass es so bleibt, bestimmt beim Abmessen spätestens. Und ja, ich kann ihn auch nochmal swatchen. Bei manchen Licht wirkt er mehr lila oder halt blau. Hatte ich einfach gedacht, ich benutze ihn zurzeit auch noch zum Tightline, also für die obere Wasserlinie. Und ja, er soll leer gehen, damit ich mein Kajalziel für 2020 schaffe. Und ich bin da guter Hoffnung, dass das eigentlich mit dem ganz gut klappt. Dann kommen wir zu einem Lippenprodukt, das leer gehen soll. Das waren jetzt bis jetzt alles Produkte, die aufgebracht werden sollen. Und zwar von Lottie London ist das mein letzter Lip Foil in der Farbe Cinna. Und ja, wie man sehen kann, bin ich jetzt ungefähr hier unten. Klar, hier drüben ist ein bisschen mehr, aber wenn man es so rum verteilt, bin ich ungefähr hier. Ich werde also nochmal eine neue Markierung setzen. Ich werde dafür die hier oben löschen. Die ist aus meinem... Nein, ich kann beide löschen. Also ich werde beide Markierungen entfernen, eine komplett neue setzen und ja, dann mal schauen, wie lange ich brauche, um dieses Produkt aufzubrauchen. Da es 6 Monate sind, könnte ich mir gut vorstellen, dass der leer wird, wenn ich dran denke. Das nächste Produkt ist das erste Produkt, was ein Anwendungsziel hat. Und zwar habe ich mich entschieden, weiter an meinen Lippenstiften zu arbeiten, dass die ein bisschen weniger bzw. ältere Produkte leer gehen. Und zwar habe ich mich für ColourPop Lippy Stick in der Farbe Trust Me entschieden. Ich habe schon mal einen ColourPop Lippy Stick aufgebraucht
Und ja, das ist alles, was von ihm über ist. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass das doch ein bisschen leichter ist. Ich war erst am Überlegen, so einen normalen Bullet Lipstick zu nehmen. Aber die sind dann doch schon ein bisschen größer. Und bei diesen komischen Stiften, also Stifte, ja, sieht man Fortschritt ein bisschen besser. Und der Vorteil von diesem Produkt ist, er war schon in dem 10-Anwendungsprojekt drin. Das heißt, ich kann jetzt wirklich reine 50 sehen, um zu schauen, wie viel schaffe ich mit 50 Anwendungen. Wenn ich ihn nachtragen sollte, wird es nicht auf die 50 mit drauf gerechnet, weil ich es meistens dann wahrscheinlich vergesse, weil ich meine Liste ja nicht immer mit mir schleppe. Ja, ist quasi dann eine Bonusanwendung, aber in den meisten Fällen male ich nicht nach, weil ich dafür zu faul bin, beziehungsweise an manchen Tagen sehe ich auch nicht den Sinn, wenn ich zu Hause sitze, trage ich Lippenstift auf und wenn er ab ist, ist er ab. Da sieht es auch, da wundert es keinen, wenn das ein komisches Zwischenstadium erreicht hat. Also von daher, ja. Und rote Lippen mag ich immer noch sehr, sehr gern. Dann kommen wir zu meiner Lidschattenpalette, die ich ja auch brauchen möchte. Genauso wie das Schwarz habe ich mich jetzt entschieden, noch einen Lidschatten komplett aufzubrauchen. Der Zettel ist mal wieder unten. Und zwar ist das dieser Farbton, das ist die Farbe Muse. Er hat quasi einen Hüpfelperlen, weil ich ihn jetzt zu einem Blush gemacht habe. Und ja, den möchte ich komplett aufbrauchen. Ich denke mal, wenn meine Settingtöne aus der Palette leer sind, dass ich den als Settington benutze. Oder wie auch immer, als Blush, als Single Blush, mal schauen. Ja, der soll komplett aufgebracht werden. Auch hier werde ich ein Close-Up einblenden und Vergleiche machen. Ja, weil den Lidschatten habe ich vor allen Dingen auch mit reingenommen, weil so langsam neigt sich ja mein Jahr mit der Palette dem Ende zu, beziehungsweise habe ich schon Halbzeit erreicht und gefühlt nichts geschafft mit dieser Palette. Und da dann nochmal einen kleinen Push bekommen, wäre ganz schön, gerade auch in Hinsicht auf Ende des Projektes. Ja. Normalerweise packe ich selten Base-Produkte wie Foundation oder Concealer, Puder nicht, aber ja, Foundation oder Concealer in meine Projekte, einfach weil ich sie wirklich jeden Tag benutze und dann Fortschritt ja automatisch passiert. Also ich muss sie nicht gezielt aufbrauchen. Anders ist es bei dieser Foundation. Das ist die Huda Beauty Faux Filter Foundation. Eine sehr, sehr deckende Foundation und ja, sie ist mir ein bisschen zu hell. Ein bisschen ist gut, das ist gefühlt mit allen meinen Foundations. Ja, es ist ein Fehlkaufprodukt, aber ich will es halt auch verwenden. Und ja, so sieht die Farbe aus. Shopbread 200B. Ist die hellste von den angepriesenen Medium-Tönen. Zumindest als ich sie gekauft habe. Und ja, es ist ein bisschen zu hell. Ich werde sie also mit meinen Transformer Drops halt mischen, um sie eventuell dann halt ein bisschen dunkler zu bekommen. Und ich werde auch einen Liquid Highlighter mit reinmischen, weil ich festgestellt habe, dann gefällt sie mir ein bisschen besser, weil sie nicht ganz so matt ist. Und ja, was mich am meisten stört, ist der Duft. Der ist extrem. Also ich habe es nur auf dem Handrücken und ich rieche es. Ich rieche es. Ich werde es wahrscheinlich auch den ganzen Tag noch riechen. Ja, sehr parfümiert. Und hier möchte ich das Produkt nicht aufbrauchen. Das schaffe ich einfach nicht. Zumal im Sommer ist das dann eine ordentliche Schwitzschicht. Möchte ich hier 50 Anwendungen haben. Ich werde auch nichts markieren können, wahrscheinlich.
ja, weil es zu pigmentiert ist. Ich habe es ja auch selber nicht viel verwendet. Von daher denke ich mal, ist sie einfach noch voll. Und vielleicht sehen wir ja nach 50 Anwendungen Veränderung im Füllstand. Aber ja, die ist dran. Dann kommen wir noch zu einem Produkt, was jetzt nicht dekorative Kosmetik ist. Und zwar habe ich von Sundance, der DM-Hausmarke, eine Selbstbräunungsmilch. Die habe ich in meinem Get Ready ausprobiert auf den Beinen. Sie funktioniert bei mir auch. Man sieht ein bisschen einen Unterschied. Und ja, ich habe dann vor allen Dingen gedacht, so den Oberkörper damit zu bearbeiten. Weil meistens werden die Beine dann doch noch ein bisschen braun, auch die Arme. Also ich kriege die klassische Bauernbräune bzw. Arbeiterbräune bis hier. Der Rest ist weiß und deswegen habe ich gedacht, verwende ich die, aber auch nur maximal 20. Wenn ich mehr schaffe und sie leer geht oder sowas, sehr gerne, aber nach 20 Anwendungen ist sie aus dem Projekt raus. Das muss man auch erstmal schaffen, finde ich. Also so den Bräuner 20 Mal zu verwenden, weil es ist ja nicht wie eine Bunny-Lotion, dass man die jeden Tag aufschmieren kann. Deswegen 20. Und damit ich überhaupt Verwendung rausbekomme. Ja. Das achte Produkt ist ebenfalls ein Lippenprodukt von Trended Up aus der Ultra Wear Nude Pan Matte Reihe. Die Farbe 25, den habe ich von einer Freundin übernommen. Und ja, es ist Movi Nude Ton. Ich finde die Mattreihe auch sehr schön. Sie hält auch bei mir relativ lange am Tag. Von daher sehr gut für die Arbeit. Schlecht zum Nachmalen. Aber ja. Hier ist noch ordentlich was drin. Aber ich dachte mir, Nude kann man halt viel verwenden. So komme ich definitiv. Neues Produkt und damit vorletztes ist von Trended Up der Bronzing Lip Liner in der Farbe 010 mit reingekommen. Ja, das ist noch alles auch hier. Wird abgemessen und hier ist das Swatch. Er schimmert ein bisschen, deswegen steht er definitiv auf der Abschussliste. Aber es ist das einzige so rote, was mit meinem Lippenstift noch passt. Und dann dachte ich mir, okay, kombiniere ich beide. 50 Anwendungen sollen auf alle Fälle sein. Ob er dadurch ordentlich weniger wird oder nicht, sehen wir dann. Und ja, ich bin schon gespannt, wo ich am Ende bin. Aktuell habe ich ihn, glaube ich, 2 oder 3 Mal nur angespitzt. Ja, mal sehen. Und das allerletzte Produkt, das 10. ist nochmal ein Pflegeprodukt und zwar von Yves Rocher ein Duschgel. Das ist das Maracuja. Ja, einfach Limited Edition. Riecht auf alle Fälle angenehm. Es sind 200 Milliliter. Hier oben ist der Füllstand. Mein anderes ist bald leer. Hoffentlich. Und dann kann ich das benutzen, ein bisschen was Sommerlicheres. Ich denke mal auch, dass das mit eins der ersten Produkte ist, die das Projekt verlassen wird. Aber ja, meine 2,5 Liter Duschgel sollen ja nun auch leer werden. Ja, das war quasi mein Geburtstagsprojekt Pan. Ich bin schon sehr gespannt, wie es verlaufen wird, ob es sich mit den anderen Projekten quasi beißt und ich weniger Verwendung oder aus irgendwas rausbekomme. Mal schauen. Und ja, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.